Kanzlerin Angela Merkel, CDU, und die übrigen Staats- und Regierungschefs der EU haben in Brüssel eine Einigung über eine gemeinsame Asylpolitik erzielt. Zwei Ergebnisse der langen Verhandlung. Künftig sollen Flüchtlingssammellager außerhalb der Europäischen Union entstehen. Zudem sollen europäische Mittel mehr an Rainerstaaten wie Italien und Griechenland freiwillig geschlossene Aufnahmelager schaffen können. Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus. Offen ist bislang weiterhin, ob Merkel nun den Bruch der Union und damit auch der Koalition abwenden kann. Eine erste Reaktion aus der Schwesterpartei. Der Vizechef der CSU-Landesgruppe, Hans-Michael Bach, spricht von einem positiven Signal, dass sich in Europa etwas bewegt in die richtige Richtung. In den kommenden zwei Tagen müssten Merkel und Innenminister Horst Seehofer, CSU, nun Gespräche führen, sagt hier im ARD-Morgenmagazin. Guter Erfolg für uns alle. Seehofer droht damit, an den deutschen Grenzen Asylbewerber zurückzuweisen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind. Ob ihm und seiner bayerischen Partei die nun getroffenen Vereinbarungen ausreichen, ist bislang offen. Auch der EVP-Fraktionschef im Europaparlament, Manfred Weber, begrüßt die EU-Gipfelbeschlüsse. Der EU-Gipfel hat einen großen Schritt hin zu einer besseren Migrationspolitik gemacht, twittert der CSU-Vize. Europa steht für Humanität gegenüber Menschen in Not, Entschiedenheit im Außengrenzenschutz und bei Bekämpfung illegaler Migration, sowie für Solidarität untereinander. Anführungszeichen ebenfalls positiv äußerte sich Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz, SPD. Er nannte die EU-Gipfelbeschlüsse einen großen Fortschritt und einen guten Erfolg für uns alle. Kritik von Hilfsorganisationen. Kritik an dem Brüsseler Beschluss gab es indes auch. Das ist der Gipfel der Inhumanität, sagte Günther Burkhardt, der Geschäftsführer der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl. Gefolterte und Verfolgte einfach so in Europa wegzusperren, ist inhuman. Anführungszeichen Flucht sei kein Verbrechen. Die Staats- und Regierungschefs lassen jegliches Mitgefühl mit Verfolgten vermissen, so Burkhardt weiter. Innerhalb und außerhalb der EU entstehen nun Lager der Hoffnungslosigkeit. Anführungszeichen die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen kritisiert die Gipfelbeschlüsse ebenfalls. Die EU-Politik führe dazu, dass Schutzsuchende in Internierungslagern in Libyen festgesetzt würden und es mehr Todesfälle im Mittelmeer gebe, heißt es in einer Erklärung. Die EU-Staaten müssen zur Besinnung kommen.
Sie entziehen sich ihrer Verantwortung, Menschenleben zu retten. Anführungszeichen Europa ist wirklich in der Krise. Linken Parteichef Bernd Rieksinger hat die Beschlüsse als Bankrotterklärung der Menschenrechte kritisiert. Die Doppelmoral von Angela Merkel und den EU-Staatschefs ist wirklich eine Schande, sagte er. Katja Kipping, Vorsitzende der Linken, twitterte in einer ersten Reaktion: Europa ist wirklich in der Krise. Anführungszeichen EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hat die Einigung auf eine Verschärfung der europäischen Asylpolitik indes gelobt und Kanzlerin Merkel damit demonstrativ den Rücken gestärkt. Ich glaube, das Ganze ist ein wichtiger und großer Schritt, sagte der CDU-Politiker am Freitag im Deutschlandfunk. Er sieht gute Gründe, dass die CSU dies als einen großen Fortschritt anerkennt, und dann die Frist am 1. Juli nicht auslöst, sondern weitere Schritte abgewartet werden. Die AfD hat die Beschlüsse als ungenügend kritisiert. Die Ergebnisse seien so halbgar, wie das erwartet werden konnte, sagte Fraktionschefin Alice Weidel am Ein echter Grenzschutz soll bis 2020 durch Frontex geleistet werden, so dass die EU weitere 2 Jahre wie ein Scheunentor offen steht. Anführungszeichen über Flüchtlingslager in Nordafrika werde lediglich nachgedacht, statt Fakten zu schaffen.